Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr in der Ferne auch da seid, auch wenn das komisch klingt, dass wir gemeinsam heute Abend das Wort Gottes aufschlagen dürfen. Ich darf den Willi ersetzen, weil er immer noch krank ist. Und so wollen wir heute Abend uns ein Thema anschauen, das in euch was erinnern soll, das in euch vertiefen soll, eine der grundlegenden Wahrheiten eures Glaubens. Und zwar, was haben wir hier eigentlich in den Händen? Was haben wir dort? Was ist diese Bibel, die wir hier haben? Was sagt Gott über diese? Wir wollen uns heute anschauen, was bedeutet es, dass Gott sein Wort inspiriert hat? Das ist ein Fachbegriff. Inspiriert heißt, dass Gott seinen Geist hineingegeben hat. Und da wollen wir uns eine zentrale Bibelstelle dazu anschauen. Ich möchte die lesen, dann möchte ich beten. Im 2. Timotheus Kapitel 3. Alle Schrift, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Wiederherstellung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Jesus, und heute Abend dürfen wir dieses Wort uns anschauen, dürfen uns anschauen, was hast du uns mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel an die Hand gegeben? Was ist dein Werk, das du durch sie vollbringst? Es ist ein Vers, es ist dein Wort, ist stark umfochten in den letzten Jahrhunderten, ganz, ganz massiv angegriffen. Und so bitte ich dich, mach uns hier klar, festige diese herrliche Wahrheit, dass wir den Wert dieses Geschenkes, das wir in deinem Wort haben, lieben lernen, dass wir dein Werk dadurch verstehen und schätzen lernen und dass wir, wie es Paulus hier sagt, darin bleiben, darin fest bleiben und uns nicht abbringen lassen. Dazu bitte gebrauch du diesen Abend, schenk du bitte Konzentration, bitte schenk mir gut und weise und verständlich zu erklären. Vater, das bitten wir von dir. Wirke du durch deinen Geist, dass wir dein Wort, diese Wahrheiten in unserem Herzen tief verankern und in sie und uns Leben geben. Das bitte ich dich. Amen. Ich habe mir überlegt, wie fange ich an? Und ich möchte anfangen im Sinne von einem Hebräerbrief. Der sagt, gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, und schaut ihren Ausgang an und ahmt ihren Glauben nach. Und so möchte ich in diesem Sinne einen kurzen Gang durch die Kirchengeschichte gehen und schauen, wie hat die Kirchengeschichte das Wort Gottes verstanden? Wie hat die Kirchengeschichte diesen Bereich der Inspiration, was das bedeutet, dieses Fachwort, wir schauen es uns nachher an. Wie hat die Kirchengeschichte das verstanden, dass wir ihren Glauben nachahmen können? Genau. Das Wort Gottes, Christus hat gelebt zwischen, ganz grob, zwischen 0 und 30 nach der Zeitenwende, und das Wort Gottes wurde dann im Zeitraum bis 90, 95 nach Christus geschrieben. Das Neue Testament, das Alte war vorher schon geschrieben. Und dann kamen die sogenannten Kirchenväter. Und diese haben sich damit beschäftigt, haben das Wort Gottes ausgelegt, haben die Gemeinde gelehrt und haben teilweise Briefe, Kommentare und so geschrieben. Manche davon haben wir heute noch. Und so haben wir bis hin in das erste Jahrhundert hinein, das heißt so zwischen 60 und 90, einen sogenannten Clemensbrief. Und der spricht davon, dass die ganze Schrift Gottes Wort ist und Wahrheit ist. Das heißt, ganz, ganz früh, da war die Johannes-Offenbarung noch nicht mehr geschrieben. Und dann geht es weiter.
im zweiten Jahrhundert, da kommt dieser Begriff Inspiration auf. Der fällt heute öfter mal, wir werden uns nachher anschauen, was es ist. Und so geht es weiter bis in die ersten Jahrhunderte hinein. Und all die Kirchenväter, die wir sagen, das sind unsere Führer, die uns vorangegangen sind, haben die Schrift hochgehalten. Da gab es immer Exoten. Der eine hat gemeint, alles, was alttestamentlich ist, kommt raus, hat das komplett weggestrichen. Das Alte Testament hat dann auch noch manches im Neuen Testament weggestrichen. Und die Kirche hat gesagt, ja, den schmeißen wir raus. Und sie haben ihn verbannt, haben sie rausgeschmissen. Die gab es immer. Aber die in der Kirche, in der Gemeinde Christi, sie geprägt haben und sie geleitet haben, die haben am Wort Gottes festgehalten. Zeit ging weiter, 12. Jahrhundert, hin der Katholik, Thomas von Aquin, das war die Hochzeit des Katholizismus, aber er hat auch festgehalten, hat gesagt, ja, die Schrift ist Gottes Wort und wir halten darin fest. Er hat noch gesagt, ja, wir halten auch am Papst fest. Das haben dann die Reformatoren korrigiert, haben gesagt, ja, die Schrift und nur die Schrift und nichts anderes. Die haben ganz stark betont, dass allein die Schrift die Autorität hat und nicht eine Auslegung vom Papst. Besonders Johannes Calvin hat sich dafür engagiert und gesagt, hey, die ganze Schrift ist Wort Gottes, die ganze Schrift ist unfehlbar und die ganze Schrift ist Wahrheit. Dann ging das weiter, von der Reformation kam das dann in so eine sogenannte protestantische Orthodoxie, braucht euch nicht merken, da kamen dann viele Gelehrte und die haben das ganz bis ins letzte Detail hin geschrieben und haben das festgehalten und haben auch weitergeschrieben, das ist Wort Gottes. Und dann kam die Aufklärung, wir sind im 18. Jahrhundert und dann plötzlich der Verstand des Menschen immer und immer wichtig geworden. Das, was der Mensch mit seinem Verstand begreifen kann, das ist wahr. Es hat dann ganz viel mit Naturwissenschaft zu tun. Und irgendwann ist das gekippt und der Verstand ist über die Schrift gerutscht. Weil wir gesagt haben, wir müssen alles mit dem Verstand begreifen können, alles nachprüfen können, alles messen können in dieser Hinsicht. Und die Schrift hat daran nicht mehr standhalten können, weil sie ein geistliches Buch ist. Weil sie historische Sachen zurückgreift und die historische Forschung eben nie allumfassend sein kann. Und so hat sich irgendwann dann dieses Bild geändert und der Verstand hat sich über die Schrift gehoben und man musste anfangen, an der Schrift zu sagen, das kommt von Gott, das kommt nicht von Gott. Und so ist der Begriff heißt Kanon im Kanon. Der Kanon ist das, was wirklich von Gott ist. Das ist der Überbegriff dafür. Und dann haben manche angefangen zu sagen, das ist wirklich von Gott und das wird er nicht. Und sie haben angefangen auszusortieren. Sie würden es nicht zugeben, aber es war im Grunde, das kann ich begreifen, das kann ich verstehen, das passt in mein Gottesbild, das akzeptiere ich, das kommt von Gott. Anderes passt nicht in mein Gottesbild, das muss weggestrichen werden. Und dann haben sie dieses Wort Gottes hier gehabt, diese Bibel, und haben gesagt, Wort Gottes, kein Wort Gottes. Also ich mache es ein bisschen grob. Die haben dann teilweise in einem Kapitel rausgestrichen, das gehört zu Gott, das nicht. Und haben angefangen, die Bibel zu zerpflücken und zu sagen, eben ja, das ist inspiriert, das ist nicht inspiriert. Und haben sich damit, ein Kommentator schreibt, zum Richter über Gott gemacht. Dann steht der Mensch da und sagt, ich, mein Verstand, übrigens der vom Sündenfall her kommt, kann sich vorstellen, kann wie auch immer erforschen und sagen, das hier ist Wort Gottes und das nicht. Der Verstand sagt, Gott, das kannst du gesagt haben, aber Gott, das kommt nicht von dir. Anstatt sich zu demütigen und zu sagen, ich verstehe das nicht. So hat es noch Luther gesagt. Ich verstehe das nicht, ich gehe einen Schritt nach hinten, ich verneige mich und ich gehe weiter. Das war die Haltung von Luther. Und später hat sich dann geändert eben. Und es wurde im Wort Gottes rumgetüftelt. Und das ist bis heute an den Hochschulen, an den Universitäten gängige Meinung. Wir können hier die Straßenseite wechseln, kommt zur pädagogischen Hochschule. Dort wird auch Religion unterrichtet. Das ist dort gängig, nicht weit weg.
vielleicht 100 Meter, ich weiß nicht, wo genau die Hörsäle sind, vielleicht sind es auch 200 Meter. Das ist da. Das ist da. Und das ist gängig, was an den Hochschulen gelehrt wird. Der Begriff dafür nennt sich dann historisch-kritische Theologie, falls ihr das mal hört, könnt ihr es ungefähr einsortieren. Aber es gab zu all dieser Zeit, wo auch das Wort Gottes zerrissen wurde, gab es immer Christen, die daran festgehalten haben und die gesagt haben, nein, wir treten hier nicht zurück und wir kämpfen dafür, dass das Wort Gottes ist und dass alles Wort Gottes ist. Und so sehen wir, 1800 Jahre hindurch hat keiner einen Zweifel daran gehabt, dass das Wort Gottes ist. Also keiner von denen, die wirklich zur Gemeinde Gottes gehören. Und dann hat sich was geändert. Und das ist in der Kirchengeschichte so viel im Vergleich zu so viel. Das ist ein kleiner Teil, der da schräg läuft und der noch nicht mal sich in alle Kreise durchgesetzt hat. Und es gab immer die, die das Wort Gottes wirklich hochgehalten haben. Warum führe ich uns dorthin mit hinein? Im Sinne von vom Hebräerschreiber, ahmt ihren Glauben nach. Wenn wir heute sagen, die Bibel ist ganz Wort Gottes, dann sind wir nicht dumme Idioten, auch wenn es so dargestellt wird. Dann sind wir nicht zurückgebliebene Menschen, die den Kopf nicht einschalten, sondern sind wir wie die allermeisten Christen durch die Kirchengeschichte hindurch. Ahmt ihren Glauben nach, sagt der Hebräerschreiber. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte das von diesem Historischen, weil das hilfreich ist, aber es hat nicht die Autorität wie die Schrift selber. Ich möchte jetzt mit uns in die Schrift hineingehen, in den 2. Timotheusbrief und uns diesen Vers hier anschauen und uns fragen, was sagt das Wort Gottes? Und wenn ich das heute tue, ich tue das nicht, weil ich denke, die allermeisten müssten das mal hören, weil ihr zu Hause sitzt und sagt, nein, glaube ich nicht. Das tue ich nicht deswegen, sondern ich tue das, weil es in uns fest werden muss. Ich selber habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil ich es in mir festigen wollte, nicht weil ich Zweifel hatte, sondern es muss fest werden in mir, dass wir diese Wahrheiten nicht vergessen. Es muss in uns, habt ihr 2. Timotheus 3 offen, das ist unser Kapitel heute, es muss in uns zu einer Überzeugung werden, die wir nicht selber herbeiführen können. Schaut mal in Vers 14. Du aber, sagt Paulus zu Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Weil du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst. Darum geht's. Du bist überzeugt, du bist völlig überzeugt von den heiligen Schriften. Eigentlich steht hier sogar, wovon du überzeugt wurdest, eine Passivform. Warum? Weil Gott es ist, der das in uns hineinlegen muss. Deswegen, es ist nichts Menschliches, Erzwingbares, sondern Gott, der diese Überzeugung in uns festigen muss. Dieser Vers, diese Aussage trifft Paulus im 2. Timotheusbrief in einem bestimmten Zusammenhang. Der 2. Timotheusbrief, ich möchte uns kurz damit hineinnehmen, es ist ein Brief, der nach Christus geschrieben wurde. Es ist der letzte Brief von Paulus. Manche sprechen von seinem Testament. Er schreibt in Kapitel 4, dass er kurz davor ist zu sterben. Er rechnet ganz direkt mit seinem Tod. Das heißt nicht die nächsten Tage, aber die nächsten Monate rechnet er mit seinem Tod. Und zwar nicht durch Krankheit, sondern weil er geopfert wurde, weil er hingerichtet wurde, weil er das Märtyrium erlebt hat. Er sitzt in Rom im Gefängnis, hat schon einen Prozess vor vor dem römischen Kaiser gehabt und sagt es zu Timotheus, komm du bitte zu mir, mein Schüler, bring mir eine Jacke mit, vielleicht ging es Richtung Winter, bring mir noch ein paar Bücher mit, ich möchte immer noch weiter forschen. Und er möchte ihn nochmal ausrichten. Und zwar, worauf möchte er ihn ausrichten? Er möchte ihm sagen, in dieser Zeit, der du lebst, Timotheus, du hast Bedrängnis. Und zwar körperlich wie geistlich. Du bist als Christ, und damit alle Christen, Paulus weitet es an manchen Stellen,
Wir sind bedrängt in dieser Welt, wir werden verfolgt und wir werden verführt durch falsche Lehre. Und sein Anliegen hier ist, Kapitel 1 schreibt er das, komm, wir lesen das Kapitel 1 ab Vers 6. In all dieser Bedrängnis hat Paulus ein Anliegen für den Timotheus. Er hat sich unterbringen lassen, er ist schwach geworden, hat sich zurückgezogen. Paulus sagt, nein, die Bedrängnis soll das nicht bei dir bewirken, sondern aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt schaut mal, so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch seines Gefangenes, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Er sagte, Gott hat uns seinen Geist gegeben und all dieser Drangsal. Timotheus, schäme dich nicht, sondern leide für das Evangelium aus der Kraft Gottes heraus. Dazu schreibt er diesen Brief, um ihn anzuheizen, um ihn in ihm das wieder zu wecken. In Kapitel 3, da beginnt ein neuer Abschnitt, das ist der Abschnitt, wo wir sind. Da führt er aus und sagt, komm, wir lesen 3, Vers 1. Kapitel 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden und so weiter. Er sagt, wir leben in den letzten Tagen, das heißt in der Endzeit, schon damals Timotheus. Und er sagt, da gibt es schwere Zeiten. Und da hat Paulus 3 Abschnitte. Schwere Zeiten im Leben, weil die Menschen, die Welt in Sünde lebt. Da gibt es einen Katalog jetzt, ab Vers 2. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebe, Prahler, hochmütig, Lästerer und so weiter. Vers 5 fasst zusammen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das heißt, sie sehen nach außen fromm aus, die Menschen, aber in ihnen die Kraft Gottes, die verleugnen sie. Da ist kein echter Glaube. Und dann guckt mal in Vers 10, im Kontrast zu diesen, du aber hast genau erkannt, meine Lehre, mein Betragen, mein Vorsatz, mein Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren und so weiter. Und sagt euch, du aber lebe anders wie diese Welt. Paulus sagt, in der Endzeit, die Welt ist so, du aber sei anders. Du aber lebe anders. Und weiter geht er, in der Endzeit, die Welt verführt. Da sind Verführer da, Vers 13. Böse Menschen aber und Betrüger werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Jetzt geht's weg vom Leben hin zur Lehre. Die Welt verführt. Guck mal dann Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Das hatten wir gerade schon. Die Welt verführt. Du aber halte das Wort Gottes fest. Und das ist unser Zusammenhang. Danach kommt noch ein Abschnitt über die Predigt. Das sagt, predige das Wort, weil die Welt wird sich zu Geschichtchen, zu hübschen Geschichtchen zuwenden. Und dann wieder, du aber leide Trübsal, tue den Dienst eines Evangelisten in der Predigt. Und wir wollen uns diesen Abschnitt anschauen, wo es heißt, in der Endzeit, da ist Verführung da, aber bitte, bitte halte das Wort Gottes fest. Ich lese nochmal ab Vers 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt wurdest, da du weißt, von wem du gelernt hast. Übrigens, das ist die Oma und die Mutter, können wir in Kapitel 1 nachlesen. Und weil du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Das ist eine Ironie, oder? Dieser Abschnitt, er dreht sich darum zu sagen,
Da kommen Verführer, die das Wort Gottes verdrehen. Aber halte fest. Und was machen die Verführer? Ich habe mir heute gedacht, sie überlesen Vers 13 und fangen an, Vers 14 bis 17 zu verdrehen. Das ist, was sie tun. Wie herrlich wäre es, wenn diese Vers 13 lesen würden und sagen, Opala, da sind Verführer da, die das Wort Gottes verdrehen. Dann darf ich doch nicht in Vers 13 und 14, 15, 17 verführen. Dann darf ich doch dort nicht verdrehen. Aber wisst ihr, was hier steht? Das sind die Verführer und verführt werden. Das ist das Problem. Sie werden selber verführt. Und keiner steht ja da und sagt jetzt, ich habe Lust, das Wort Gottes zu verdrehen, oder? Nein, sondern da ist einfach eine Verblendung da und das Wort Gottes wird verdreht. Was ist das Anliegen in diesem Abschnitt? Das Anliegen ist uns als Gemeinde in der Endzeit darin festzumachen, dass die Bibel Gottes Wort ist und welchen Nutzen sie hat. Der zweite Teil von Vers 16, Vers 17, darauf möchte ich nachher auch eingehen, ist, was für einen Nutzen hat das Wort Gottes? Okay, im Grunde das war die Hinführung, die ich machen wollte, dass wir den Zusammenhang kurz kennen. Jetzt lasst uns in den Vers 16 hineinsteigen und uns diesen Vers 16 anschauen. Was lehrt Paulus in dieser Stelle? An dieser Stelle her, jetzt habe ich gehadert in der Vorbereitung, das gut rüberzubringen. Ich habe den Text gelesen und gedacht, die Liberalen, die historisch Kritischen, die werden einfach sagen, Paulus hat Unrecht. So habe ich gedacht, hat Unrecht und das ist schnell. Und dann schlage ich die Kommentare auf und denke, wow. Die sagen nicht einfach, der hat Unrecht, sondern die setzen den Schraubendreher an. Und zwar nicht an einer Stelle, sondern an jedem Wort. Und dann tüfteln sie rum an jeder Stelle. Ich hoffe, ich habe es gut runtergebrochen, um das verständlich zu machen. Was sagt dieser Text, Vers 16? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und dieses Wort eingegeben übrigens im Lateinischen heißt inspiriert. Und das ist das Wort, was ich vorher oft verwendet habe. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und die Lehre, die Paulus hier sagen möchte, ist, Altes und Neues Testament, alles, was wir hier haben, ist von Gott eingegeben. Das heißt, es ist göttliches Reden. Alles kommt von Gott. Es ist göttliches Reden, das, und das werde ich nachher ausführen, das lebendig macht. Es ist lebendig machendes Reden. Schaut mal in eure Fußnoten, die diese Elberfelder 2003 haben. Da ist die Fußnote 6. In der anderen Elberfelder habe ich nachgeguckt, da gibt es das auch. Wie kann das noch übersetzt werden? Und das ist, was die historisch-kritischen tun. Hier heißt es, alle von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich. Sie nehmen dieses eingegeben und setzen das vor die Schrift. Alle von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich. Was sagen sie damit? Sie sagen, wie hier ist die Schrift als Ganzes, alle 66 Bücher, und dann gibt es einen Teil davon, der ist von Gott eingegeben. Was bedeutet das über den Rest? Er ist nicht von Gott eingegeben. Das ist, was ich vorher gemeint habe. Sie sagen, es gibt einen Teil dieser Schrift, der ist tatsächlich von Gott. Und dann sind manche Aussagen, ja, die sind von Gott. Zum Beispiel, ein Kommentator schreibt, das sind diese Stellen, wo sagt, so spricht der Herr, der Herrscher. Und das kommt tatsächlich von ihm. Aber wenn dann ein Erzählbericht kommt, zum Beispiel von Mose oder von wem auch immer, von anderen, das kommt nicht von Gott. Das hat dann dieser Mensch damals gedacht. Das waren schlaue Menschen, die sich Gedanken über Gott und die Welt gemacht haben. Und das hat halt die Bibel zusammengeschrieben. Das wäre wie, wenn wir uns ein Geschichtsbuch lesen, und da wird aufgeschrieben, ja, der hat das über Gott gedacht, der hat das über Gott gedacht, der hat das über Gott gedacht. Och, das ist alles interessant, aber wir sind heute weiter, wir denken das über Gott. Und das passt uns ganz gut, das nehmen wir auch dazu. Und guck mal, das auch. Und so bastelt man sich dann zusammen. Das ist im Grunde eine Sammlung von verschiedenen Autoren, die halt Gedanken sich über Gott gemacht haben.
Und so sagen sie, alle Schrift, und zwar nur die von Gott eingegeben ist, die hat Gott inspiriert. Das ist Wort Gottes. Und damit machen sie sich eine Tür auf und zu sagen, das redet Gott und das haben Menschen gedacht. Und das Gute ist, wenn Menschen was gedacht haben, daran kann ich kritisieren, oder? Daran kann ich sagen, ja, aber Mose, das waren deine Gedanken, aber die stimmen nicht. Dein Bericht über die Schöpfung, 7 Tage, Mose, so hast du dir halt vorgestellt, aber eigentlich ist das nicht Wahrheit. So, dann kann ich darum rumarbeiten, oder? Aber wenn es von Gott kommt, kann ich das nicht. Das heißt, das Problem daran ist, zum einen, wie ich vorher schon gesagt habe, der Mensch macht sich zum Richter über Gott. Der Mensch mit seinem Verständnis meint, beurteilen zu können, was Gottes Wort ist und was nicht. Anstatt zu sagen, das ist ja kein menschliches Stück Schriftwerk, sondern es ist, kommt von oben herab. Das steht über meiner Autorität, über meinem Verständnis, überhalb von dem, was Menschen begreifen können, in dem ganzen Umfang. Damit will ich nicht sagen, dass Menschen die Schrift nicht begreifen können, sondern aber immer nur begrenzt. Sondern sie erheben sich über Gott. Ein Ausleger schreibt und hat gut beobachtet, das machen diese Theologen jetzt seit 200 Jahren, seit ein bisschen mehr wie 200 Jahre. Und wisst ihr was? Sie kommen zu keinem Konsens. Der eine sagt, das ist Wort Gottes, der andere sagt, nee, guck mal, das ist Wort Gottes und der dritte sagt wieder, das ist Wort Gottes. Und sie kriegen das nicht hin. Das müsst ihr dann denken können, oder? Ihr Menschen, wenn ihr so clever seid, dann bitte nehmt eine Bibel, streicht alles was an, was Wort Gottes ist. Und es müsste bei jedem gleich aussehen. Dann könnten wir mitarbeiten. Aber das Ding ist halt, es sieht beim Theologen A anders aus wie beim Theologen B und beim dritten und beim vierten nochmal anders. Das variiert. Und so, die haben einen Ansatz, wo sie sagen können, wo man nicht mitarbeiten kann, weil es bei jedem anders aussieht und so wird schon deutlich, es taugt so nichts. Diese Auslegung, diese teilweise Inspiration, sie taugt so nichts, weil der Mensch es nicht greifen kann, kann es nicht definieren und er kann es nicht gut runterbrechen. Was aber steht hier? Ich habe vorher schon gesagt, dieser Text sagt, dass alle bzw. die ganze Schrift von Gott eingegeben ist. Und damit meint Paulus das Alte Testament, das zu seiner Zeit schon abgeschlossen war, und das Neue Testament, das noch im Entstehen war. Dass das Alte Testament meint, ist ziemlich einfach gezeigt. Geht mal nochmal in Vers 15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Und jetzt müssen wir uns überfragen, was meint Paulus? Timotheus, niemand verachte dich deiner Jugend, war ungefähr 30, 40 zum Zeitpunkt vom ersten Timotheusbrief. Schlagen wir noch ein bisschen drauf, machen wir es grob. Er war um die 40, Mitte 40, wie auch immer, ist egal. Dieser Brief wurde Mitte der 60er Jahre geschrieben. Okay, kurz ein bisschen Mathematik, dann ist er ungefähr, ganz, ganz grob, das genügt uns heute, zwischen 10 und 30 nach Christus geboren, dieser Timotheus. Da wurde er in den Schriften unterwiesen. Was ist gemeint? Das Neue Testament gab es noch nicht, weil da hat nämlich Christus noch nicht mal sein Werk vollendet. Das heißt, es ist das Alte Testament gemeint. Und wie ich vorher schon gesagt habe, komm, wir lesen das in Kapitel 1, machen wir es gründlich. Kapitel 1 ab Vers 3. Wir können ab Vers 5 genügt, wenn wir dort lesen. Er freut sich, ihn zu sehen, indem ich den ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe, der zuerst in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Woher hat er es? Von der Oma und von der Mutter. Von denen hat er das Wort Gottes gelernt. Dieses Wort, Kapitel 3, wo du von Kindheit auf die Heiligen Schriften kennst, meint sogar teilweise noch ein ungeborenes Kind. Das Kind in dir, das Kind, das hüpft im Bauch der Elisabeth, als Maria zu ihm kommt. Wir hatten es in der Schriftlesung vor kurzem. Das ist das gleiche Wort. Dieser ungeborene Johannes, Timotheus hat es nicht als Ungeborener gelernt. Das will ich nicht sagen, aber es will sagen, ganz, ganz kleines Kind, von Anfang an geprägt worden, eben in den Schriften des Alten Testaments.
Aber wie kann ich sagen, dass er mit aller Schrift in Vers 16 auch das Neue Testament meint? Ich erinnere, Mitte des 60er nach Christus wurde dieser Brief geschrieben. Da wurde die Johannes-Offenbarung, da wurden die Johannesbriefe noch gar nicht geschrieben. Aber wie kann ich sagen, er hat auch das gemeint? Aus zwei Gründen. Zum einen, eigentlich ist der gleiche Grund, weil schon zur damaligen Zeit, bevor das Neue Testament abgeschlossen war, gab es eine Sammlung von Schriften. Sie haben zum Beispiel das Lukas-Evangelium, hat die Lukas geschrieben und hat es dann verbreitet und die Gemeinde hat gesagt, das ist Wort Gottes. Oder die Paulusbriefe, die Gemeinde hat gesagt, das ist Wort Gottes und es ist allgemeingültig. Schon, es wurde geschrieben und die Leute, die haben gemerkt, das ist Gottes Wort. Die Apostel wussten das, wir schreiben Gottes Wort auf und sie haben es sofort verbreitet und in die ganze Gegend gebracht. Lassen sich Schriften finden, ganz kleine Zettel von Abschriften aus den Johannesbriefen, die Johannes in Kleinasien, das heißt in der Türkei, geschrieben hat. Und wenige Jahre später, und ich rede von 5 bis 10 Jahren später, wurden die in Ägypten gefunden. Also sind die in Ägypten abgeschrieben worden und wir haben sie heute gefunden. Das heißt innerhalb, und nicht Zeiten von Internet, E-Mail und so weiter, sondern Zeiten von, ich schreibe mühsam ab, nicht mal Druckerpresse, und ich muss zu Fuß oder mit der Kutsche diese lange Strecke gehen. Innerhalb von 5 bis 10 Jahren sind diese Schriften um die komplette Mittelmeer runtergewandert und wurden dort verwendet. Die Gemeinde hat ganz, ganz früh die Schriften, auch die neutestamentlichen Schriften, als heiliges Wort Gottes anerkannt. Und das muss ich euch jetzt zeigen. Geht mal mit mir in 1. Timotheusbrief. Was ich gerade beschrieben habe, muss ich euch von der Schrift jetzt zeigen. Ich möchte es anhand von 2 Stellen tun. 1. Timotheus Kapitel 5, da geht es im Zusammenhang davon, ob das Älteste geehrt werden sollen, manche Älteste vergütet werden. Darauf will ich gar nicht so genau eingehen, sondern ich möchte auf diesen Vers 18 eingehen. Paulus sagt, ja, manche Älteste bekommen doppelten Lohn doppelten Lohn. Und dann Vers 18, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Paulus sagt, bitte vergütet die Älteste, weil es steht so in der Schrift. Und was, dann hat er 2 Schriftzitate. Wo ist es? Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Was sagen eure Fußnoten? Wo kommt das her? Altes Testament, das kommt von 5. Mose 25, Vers 4. 5. Mose 25, Vers 4. Könnt ihr vermutlich in eurer Fußnote nachlesen oder in eurer Verweisstelle. Und dann schaut mal, er fügt ein 2. an. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und jetzt, wo kommt das her? Das ist das Interessante. Wo kommt das her? Das kommt nämlich nicht vom Alten Testament. Das kommt aus Lukas 10, Vers 7. Und Paulus sagt, das ist Schrift, das Lukas-Evangelium ist Schrift. Oder Matthäus 10, Vers 10 ist die Parallelstelle dazu. Lukas war der im Gefängnis neben ihm saß, lesen wir in 2. Timotheus 4. Oder der nicht im Gefängnis, sondern der Paulus im Gefängnis besucht hat, der ihn begleitet hat. Und der hat das Lukas-Evangelium aufgeschrieben. Und dann war Paulus völlig klar, was Lukas hier schreibt, das ist Schrift. Das ist Wort Gottes, genauso wie Mose im Alten Testament, genau auf gleiche Art und Weise. Eine 2. Stelle, und zwar im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Ich fasse kurz zusammen, ich bin dabei, euch zu zeigen, dass auch das Neue Testament, und zwar schon im Neuen Testament selber als Schrift, als Wort Gottes beschrieben wird. Da bin ich gerade dabei, euch das zu zeigen. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ab Vers 15.
erachtet die Langmut unseres Herrn für Rettung. Ich warte noch schön, manche Blätter noch. Und erachte die Langmut unseres Herrn für Rettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen schreibt. Und es schreibt über die Briefe, von denen einige Dinge, einige schwer zu verstehen sind, wie die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Und schaut mal, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Paulus sagt, diese Menschen hier, die Unwissenden, die verdrehen die Schriften, inklusive der Paulusbriefe. Das heißt, als dieser Brief geschrieben wurde, war es klar, die Briefe von Paulus sind Teil der Heiligen Schrift. Das war damals schon klar. Das heißt schon vor 70 nach Christus, machen wir es ganz grob. Schon da war das klar, das sind Schriften. Ist es nachvollziehbar, warum zu verstehen, dass selbst das Neue Testament sich selber als Schrift Gottes versteht, selber als autoritatives Reden Gottes? Das denke ich, wird aus diesen zwei Stellen klar. Wir gehen zurück zum 2. Timotheusbrief. Wenn Paulus also in Vers 16 von alle Schrift oder vielleicht besser sogar von der ganzen Schrift spricht, dann meint er Ate und Ente, beides zusammen. Und das ist nicht unbegründet, das habe ich versucht euch zu zeigen. Alles, was wir hier haben, Ate und Ente, das ist von Gott inspiriert. Aber was bedeutet inspiriert? Was bedeutet unsere Übersetzung geben wieder von Gott eingegeben? Wir könnten ganz wörtlich übersetzen, Gott gehaucht. Was bedeutet das? Keiner von euch lebt im Alltag und sagt, ah, Alfred, du hast das aber beim Gespräch schön gehaucht. Und das hast du mir jetzt eingehaucht oder so. Davon reden wir nicht, oder? Was meint dieser Begriff? Übrigens habe ich schon gesagt, im Lateinischen heißt es Inspiration. Deswegen haben wir diesen Begriff. Was bedeutet das? Im Grunde ist es ein Kunstwort, das aber eigentlich etwas beschreibt, das sehr alltäglich ist. Und zwar hauche ich euch seit 40 Minuten an. Ihr habt es bloß nicht gemerkt, weil er weit weg sitzt. Ihr würdet es auch nicht merken, wenn er vorne sitzt. Weil ich auch nicht die Kraft habe, euch hier komplett anzuhauchen, bis in die letzten Reihe. Aber was ich tue ist, ich hauche die ganze Zeit aus, oder? Ich lasse einen Geist, ich lasse Luft aus mir herausströmen, die meine Stimmbänder bewegen und dann irgendwie, manche Menschen können das präzise beschreiben, entsteht ein Ton, entsteht Sprache und ihr könnt mich verstehen. Manch einer wird sich vielleicht denken, ja, da wäre ein bisschen mehr Luft ab und zu gut, dann wird es lauter. Ich kann mir jetzt Mühe geben. Gott spricht. Wir könnten auch übersetzen, wir keine Übersetzung mehr. Alles, die ganze Schrift ist Reden Gottes. Das könnten wir übersetzen. Und wir finden das in der Schrift ganz oft. Ich habe vorher schon darauf hingewiesen, so spricht der Herr, der Herrscher. Ich weiß nicht, wie oft das bei den Propheten vorkommt. Zu Jeremia sagt Gott, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Wenn Jeremia spricht, wenn er schreibt, dann spricht Gott. Wenn wir in der Schrift, es ist im Grunde eine Niederschrift von dem, was Gott gesprochen hat. Das ist, was die Heilige Schrift ist. Und damit bedeutet das bedeutet zwei Punkte, die ich rausarbeiten möchte. Das bedeutet, dass alle Schrift Wahrheit ist. Warum? Titus 1, Vers 2, denn Gott kann nicht lügen. Gott selber ist die Wahrheit. Und wenn Gott spricht, dann kommt nur Wahres raus. Damit ist die ganze Schrift Wahrheit. Ich möchte das an zwei Stellen
verdeutlichen aus Psalm 119. Der Psalm 119 ist ein Psalm, der auf herrliche, sehr ausführliche Art und Weise das Wort Gottes in seinem Wesen beschreibt. Wie lebe ich mit dem Wort Gottes? Und so haben wir hier auch hilfreiche Aussagen dazu, und zwar in Psalm 119, Vers 128. Psalm 119, Vers 128. Was sagt der Psalmist hier? Oder was sagt Gott? Weil Gott redet durch diesen Psalmist. Darum halte ich alle deine Vorschriften in allem für recht. Wichtig, zweimal alle hier. Und jeden Pfad der Lüge hasse ich. Zweimal alle. Das heißt, alle Vorschriften, das heißt, alles, machen wir es allgemein, alles, was Gott sagt, hält er für recht. Aber es ist nicht nur, er hält es für recht, sondern er hält es, so heißt es hier, in allem für recht. Seht ihr das zweite alle? Und das ist wichtig. Warum? Was bedeutet das? Gott sagt, ich rede zu euch meine Vorschriften, ich verkündige euch mein Heil. Und dann sagen manche, ja, das Wort Gottes hat vollkommen recht, und zwar im Blick auf das Heil, aber alle anderen Themen sind nicht so wichtig. Aber das widerspricht diesem Text hier. Sondern er sagt, jedes andere Thema hat Gott immer noch recht. Und wenn es nur ganz nebenbei erwähnt wird, dass zum Beispiel in Hiob irgendwo, dass der Gürtel des Orion sich auflöst, das ist ein Sternbild, der oben zwei Sterne hat, unten zwei Sterne, in der Mitte sind drei, und das nennt sich der Gürtel. Und er löst sich auf im Sinne von, diese Sterne gehen ganz langsam auseinander. Das ist ein Nebensatz, wo wir sagen würden, ob der drin steht oder nicht, Christus ist für uns gestorben, hat uns erlöst. Und das ist nicht wichtig. Doch, das hat immer noch recht. Und es ist heute messbar, dass sich diese Sterne ganz, ganz marginal auseinanderdriften. Wir sehen das nicht. Ich brauche das nicht mit dem Meterstab ans Fenster malen und dann nächstes Jahr nochmal und dann noch ausmessen. Würde den nicht hinkriegen. Kriegt den im Leben nicht hin, das zu sehen. Aber Astrologen und so können das messen. Gott hat recht. Gott hat in allen Bereichen recht. 160, Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und alles Recht deiner Gerechtigkeit wird ewig. Guck mal, die Summe ist Wahrheit. Dieser Vers warnt uns davor zu sagen, ich nehme einen Vers, ich verstehe ihn so und pick ihn raus und dann habe ich meine Wahrheit. Und das vielleicht trifft es doch nicht. Warum? Weil Gott sagt, bitte schaut mein Wort in seiner Summe an. Schaut alles, die gesamte Botschaft an. Und wenn ihr denkt, das steht hier so, dann bitte beachtet andere Bibelstellen, weil dann im Ganzen wird es ein Bild. Nicht, dass einzelne Stellen falsch wären, aber wir könnten sie falsch verstehen. Das Problem ist hier. Wir hatten in der Ausbildung diesen Spruch von den Meistern, das ist ein 30-Zentimeter-Problem. Was meint er? Das sind die 30 Zentimeter vor der Maschine, da steht das Problem. Oder 40 oder wie auch immer. Das ist das. Das ist das Problem. Wenn wir die Schrift falsch verstehen, dann haben wir auch ein 30-Zentimeter-Problem. Lass uns die Schrift als Ganzes anschauen und sie als Wahrheit halten. Der Jesus sagt, heilig ist sie in deinem Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Er setzt es gleich. Wort gleich Wahrheit. Das steht nebeneinander. Was ist der erste Punkt? Wenn die Bibel ganz das Reden Gottes ist, ganz inspiriert ist, dann ist alles Wahrheit. Dann können wir uns ganz und gar darauf verlassen. Aber noch was. Wenn Gott redet, wenn Gott haucht, dann entsteht in der Schrift immer Leben. Fallen euch Stellen ein, wo Gott noch einmal etwas anhaucht? Mir sind noch drei weitere Stellen eingefallen. Im Garten Eden. Und Gott hauchte den Odem des Lebens in Adam hinein und er wurde eine lebendige Seele. Gott gibt seinen Atem in ihn und Adam begann zu leben. Hesekiel 37 ist eine Vision, wo Totengebeine, tote Knochen auf dem Boden liegen und Gott haucht in sie hinein und sie beginnen zu leben. Und der Herr in Johannes 20 haucht die Jünger an und sagt, empfangt
Heiligen Geist, der bekommenden Geist. Und hier diese Stelle. Und all diese Stellen haben gemeinsam, dass es ein lebendiges Wort ist. Wir haben hier nicht ein totes Wort, sondern ein lebendiges Wort, weil Gott es belebt hat. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Dieses Wort ist weiterhin belebend. Dieses Wort hier kann Menschen lebendig machen. Geht mal mit mir in 2. Petrus, in 1. Petrusbrief, Entschuldigung. 1. Petrus, Kapitel 1. Wir haben nicht nur ein wahres Wort, sondern wir haben ein belebendes Wort. Vers 23, 1. Petrus 1, Vers 23. Die ihr nicht wiedergeboren seid aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wie kam Leben? Wie wurden wir wiedergeboren? Wie kam das in uns? Nicht aus menschlich vergänglichem Samen, nein, sondern durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Dieses Wort hier hat jeden, der in Christus ist, lebendig gemacht. Warum? Weil Gott dadurch redet und sein Reden lebendig macht. Das ist das Wort. Wisst ihr, dass kein Mensch in den Himmel kommen würde, wenn das Wort Gottes nicht wäre? Da könnte Christus gestorben sein. Aber wenn dieser Same hier fehlen würde, wie sollte das Erlösungswerk in tote Menschen hineinkommen? Oh, wenn wir so wollen, das ist unsere Türe, unser Weg, in den wir in den Himmel kommen. Wie Christus, das fleischgewordene Wort, der Weg zum Vater ist durch das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, der Weg zum Vater. Wir haben also ein lebendiges Wort. Gehen wir zurück in 2. Timotheusbrief. Ich möchte euch da noch auf manches hinweisen. Was bedeutet es, dass dieses Wort uns lebendig macht? Ich lese nochmal Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht und jetzt schaut mal, und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Unterweisung und so weiter. Das Wort ist uns nützlich. Warum kann dieses Wort einen Nutzen haben? Ein Nutzen im Sinne von, Vers 17 wird stehen, um uns vollkommen zu machen. Warum? Weil es Gottes Wort ist, weil Gott darin redet. Ganz ehrlich, nicht die Druckerschwärze, nicht dieses Leder, nicht der Goldschnitt, nicht die Fadenheftung, nichts an diesem Material hier ist nützlich und wird im Sinne von, es wird uns in den Himmel bringen. Nein, dieses Buch hier, das ist ein Buch und es hat einen materiellen Wert und das war's. Aber der Inhalt, der darin steckt, dass Gott daraus redet, erinnert euch an den Bibelraucher, den Wilhelm Bunz? Der hat das Wort, das ganze Alte Testament eingeraucht. Der hat tatsächlich das Papier und die Druckerschwärze eingeraucht. Dadurch wurde er nicht lebendig, oder? Dadurch wurde er nicht lebendig. Das hat nichts mit ihm gemacht, sondern das Lesen dieses Wortes. Das Reden Gottes dadurch, das war ihm nützlich. In Vers 15 möchte ich nochmal lesen. Weil du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst, und jetzt schaut mal, die imstande sind, dich weise zu machen. Manche andere Übersetzungen haben, die Kraft haben, dich weise zu machen. Da ist eine Kraft drin, in diesem Text, in diesem Buch. Und zwar was? Weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Da gibt uns, das ist die Botschaft dieses Buches, der Glaube, die Weisheit zum Glauben in Christus Jesus. Paulus führt diesen Nutzen, den wir haben, aus
in vier Punkten. Vier Punkte. Und zwar in Vers 16. Schaut mal, und diese vier Punkte, sie bauen alle aufeinander auf und ich möchte sie mit euch durchgehen. Was für einen Nutzen dürfen wir vom Wort Gottes haben? Zuerst nützlich zur Lehre, zur Belehrung. Das ist wahrscheinlich noch das am einfachsten. Was heißt das? Das ist einfach die Vermittlung des Wortes Gottes. Wir erinnern uns an den kleinen Timotheus, so in der Größe. Der wurde hat von seinen Eltern, von seiner Mutter, von seiner Oma gelernt. Das war Belehrung durch das Wort Gottes. Belehrung, hier, jetzt, Sonntag die Predigt. Aber alles weitergeben des Wortes Gottes, alles zu sagen, hey, schau mal, das Wort Gottes, entweder schlag es auf, es steht hier, oder du kennst es auswendig, das sagt das Wort Gottes und ich erkläre es dir. Das in jeder Form, dazu nützt dieses Wort. Das ist das, was wir haben. Das ist das, wie dieser Nutzen anfängt. Und ist ja auch selbstverständlich, oder? Paulus fragt, wie sollen sie glauben ohne Verkündiger? Wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und kommt zum Schluss, der Glaube kommt aus dem Gehörten, aus dem Wort Gottes. Wie soll es anders sein, wenn es uns keiner erklärt? Weiter, das Wort Gottes nützt zur Lehre und zur Überführung. Was meint das? Das Wort Gottes dient dazu, den Menschen seiner Sündhaftigkeit zu überführen. Es hält einen Spiegel vor und sagt, Mensch, du bist Sünder. Wir können statt über Führung auch Tadel übersetzen. Das Wort Gottes dient dazu, dass es uns tadelt, die Sünden aufdeckt und den Menschen damit zeigt, du kannst vor Gott nicht bestehen. Und du hast die Notwendigkeit einer Errettung. Das zeigt das Wort Gottes auf und dazu dient es. Aber das Wort Gottes ist kein barbarisches Wort, das einen belehrt, einen demütigt und dann einen liegen lässt. Sondern das Wort Gottes dient zur Lehre, zur Überführung und zur Wiederherstellung oder zur Besserung. Das ist der dritte Punkt. Was meint es? Es meint, dass es diesen Sünder nimmt und wieder aufrichtet, ihn wiederherstellt. Was ist das für eine Wiederherstellung? Wenn das Wort Gottes Kraft hat, wie wir es gelesen haben, wenn das Wort Gottes dazu dient, den Menschen vollkommen zu machen, zu jedem guten Werk zubereitet, dann ist das keine Wiederherstellung im Sinne von, komm, das sind deine Sünder, wir strengen dich halt mal an. Eine Motivationsrede, eine Moralvorlesung, Mensch, aber das und das und das solltest du tun. Nein, sondern diese Wiederherstellung ist Gottes kräftiges Wirken, wie wir es in Vers 15 gelesen haben, Gottes Kraftwirken am Menschen. Denn, Vers 15 lese ich nochmal, weil du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen, zur Errettung, und es schaut mal, durch den Glauben, weil ich diesem Wort Glauben schenke, weil ich darauf vertraue, dass es wahr ist, das, was über Christus geschrieben ist, Glauben in Christus, Jesus übrigens, dass es wahr ist, dass das meine Erlösung ist, da stellt dieses Wort einen Menschen wieder her. Dann wird er wieder aufgerichtet und wiederhergestellt. Ich möchte es anhand von 2. Korintherbrief ein bisschen ausführen. Geht mal mit mir in den 2. Korintherbrief. Weil ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte hier. Dieses Wort in sich hat die Kraft, uns zu verändern, weil Gott dadurch redet. Und das möchte ich im 2. Korintherbrief ausführen, und zwar ab Vers 8, Kapitel 3, ab Vers 18. Ich denke, sehr bekannte Verse, die wir es gleich lesen werden. Ich erinnere euch daran, was da steht. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, das heißt im Grunde bekehrt, wiedergeboren, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Er sagt, ihr schaut
wir werden gleich sehen, in der Schrift die Herrlichkeit Christi an und das verändert euch. Und zwar durch den Herrn, den Geist. Der Geist wirkt. Und dürfen wir dieses Bild vom Reden beibehalten. Gott spricht zu dir und der Geist wird ausgehaucht. Er kommt auf dich, weil das Wort dich anspricht und er verändert dich. Bitte als Bild verstehen, zum Veranschaulichen. In folgenden Versen führt Paulus aus, dass er das Wort Gottes nicht verfälscht, sondern dass es darstellt, dass es nur offenbar macht, die Wahrheit, und nicht daran rumtüftelt. Und dann Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn, uns selbst aber als Knechte um Jesu Willen. Und ihr schaut mal, Vers 6. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der auch in unserem Herz geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist der sprechende Gott. Damals, 1. Mose 1, Vers 3, es werde Licht. Und dieser gleiche Gott ist, der hier spricht wieder. Und Paulus sagt, es ist der gleiche. Er spricht immer noch. Und damals war es Schöpfungswort. Dann ist doch heute auch ein Wort, das mächtig in dir ist, dich zu verändern. Das in unsere Herzen aufleuchtet. Das ist das Wort, das diese Kraft hat. Versteht ihr, was Paulus meint? Dieses Wort hat Kraft zur Wiederherstellung. Das ist das Schöpferwort, das zu uns kommt und das zu uns redet und uns verändert. Und zur Lehre, zur Überführung, zur Wiederherstellung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit oder zur Erziehung. Das ist jetzt quasi, und ich nehme dich bei der Hand und ich gehe mit dir diesen Weg und bring's dir bei, bis du ganz gerecht lebst, bis dein Leben immer und immer mehr gerecht wird, bis du immer mehr in Gerechtigkeit lebst, was sein wird, wenn Christus wiederkommt und wir einen vollkommen gerechten Lebenswandel haben werden. Wir sehen, das Wort Gottes, weil Gott darin redet, hat einen allumfassenden Nutzen. Es genügt dem Menschen Gottes. Mehr brauchen wir nicht. Guck mal, Vers 17. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, das ist das Ziel, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Stell dich vor, wir gehen das durch. Du bist vollkommen, dazu bringt das Wort Gottes dich. Vollkommen. Fehlt da noch was? Nee, oder? Und jetzt vollkommen in jedem guten Werk. Da mag vielleicht einer sagen, okay, ich bin vollkommen im, weiß ich nicht, mein Kuchen, das ist ein vollkommener Kuchen, das kriege ich hin. Der Nächste sagt, ja, ich kann meine Maschine in vollkommener Art und Weise bedienen. Nein, aber der Text sagt, in jedem guten Werk, überall, in Liebe, Langmut, Geduld, Freundlichkeit, die Frucht des Geistes, in jedem guten Werk. Und ihr schaut mal, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Dieses letzte Wort ist nicht ganz einfach zu übersetzen, aber es passt, wenn wir hier auch nochmal dieses völlig, im Sinne von Gott hat uns alles gegeben, was wir dazu brauchen. Ganz ehrlich gemeint, fehlt uns da was? Das Wort Gottes bekommt es hin, weil Gott dadurch redet, uns ans Ziel zu bringen. Lass uns ganz kurz so sagen, uns im Glauben an Christus ans Ziel zu bringen, uns zur Vollkommenheit zu führen. Warum? Weil Gott dadurch redet. Was ist die Botschaft vom heutigen Abend? Was ist die Botschaft von diesem Text? Was wollte Paulus den Timotheus, was wollte Paulus uns heute mitgeben? Wir hatten am Anfang, das sind Menschen, die das Wort Gottes, die verführen, die verdrehen, die falsch hinstellen. Und er sagt zu ihm, halte fest, halte dieses Wort Gottes fest. Und jetzt bitte nicht, halte es fest, da kann ich nicht lesen, okay? Sondern schlag es auf, versteht, wie ich meine. Wir hatten ein Buch in der Bibelschule, ein Auslegungsbuch, und da war halt auf dem Cover leider einer drauf, der hat seine Bibel so gelesen. Das sah auf dem Bild gut aus, aber wenn man genau hinguckt, sieht man, da kann nichts lesen.
Also haltet das Wort Gottes bitte nicht fest, okay? Sondern haltet das Wort Gottes fest, indem ihr es in eurem Herzen haltet. Und ich möchte am Schluss dann nachher lesen, das Wort Gottes reichlich unter euch wohnt, unter uns wohnt. Die Botschaft ist, halte dieses Wort Gottes fest. Warum? Weil Gott dadurch redet, weil das Wort Gottes inspiriert ist. Gott redet dadurch. Das bedeutet, alles, was darin steht, ist Wahrheit und es ist dir nützlich. Und zwar nützlich, dass für den Nachfolge in Jesus Christus, es ist alles, was du brauchst für einen Glauben an Jesus Christus. Oder wie es hier heißt, um vollkommen zu werden. Und mir ist bewusst, ich habe jetzt manches ausgelassen. Der Geist wirkt durch das Wort Gottes. Da könnten wir nochmal eine Bibelstunde füllen. Ja, der Geist wirkt durch das Wort Gottes. Und wenn ich sage, wir brauchen nichts anderes, dann meine ich das natürlich dazu, dass er durch das Wort wirkt. Ich habe ausgelassen oder nur kurz angeschnitten, was ist diese Botschaft von diesem Wort Gottes? Ich kann das Wort Gottes auch lesen, wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel am Heil vorbeigehen. Der Teufel in der Wüste kann das Wort Gottes und geht trotzdem in die Hölle. Was ist die Botschaft? Lesen wir das Wort Gottes mit der Christusbotschaft. Ich habe es ausgeklammert. Das sind Sachen, die uns bekannt sind, wo ich heute nicht tiefer drauf eingegangen bin. Die bitte nicht vernachlässigen. Was ist die Botschaft? Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Das ganze AT und das ganze NT ist von Gott inspiriert. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Damit ist die Bibel ganz wahr und sie ist lebendig machend. Sie belebt uns bis hin zur Vollkommenheit. Das ist das Wort Gottes. Ich möchte beten. Jesus Christus, du hast uns deine Botschaft, du hast uns dich selber mitgeteilt, indem du uns das Wort Gottes gegeben hast, in geschriebener Form. Dieses Heilige, die Heilige Schrift, das Heilige Wort. Danke, dass wir vertrauen dürfen, dass sie von dir kommt, dass wir dort dein Reden, das Reden Gottes lesen dürfen. Danke für diese herrliche Wahrheit. Paulus schreibt diesen Text und da bitte ich dich, mach's in uns wahr, dass wir daran festhalten, dass wir darin bleiben und es nicht abbringen lassen. Das bitte schenkt, dass wir darin, weil es reichlich unter uns wohnt, dass wir darin belebt werden. Bitte wirke dieses Wunder jeden Tag, Tag für Tag, immer und immer und immer weiter. Höre da nicht auf, dass dieses Wort zu uns redet, dass wir das Reden wahrnehmen dürfen. Da bitte erbarme dich über uns, hier in der Gemeinde, all die, die uns aus der Ferne begleiten. Bitte schenke es deinem Volk in der ganzen Welt. Amen.